Einen schönen Vormittag aus dem Wiener Prater. Ich begrüße Sie ganz herzlich von der Pressekonferenz zum österreichischen Frauenlauf, der am Sonntag zum 35. Mal stattfinden wird. Sie haben es gehört, es ist ein Jubiläum zum Feiern und zum Jubiläum gibt es auch ein sehr starkes Elitefeld, so stark wie noch nie. Es sind ehemalige Siegerinnen da, es ist die Rekordhalterin da von 2021 und es ist dabei Stammgast Julia Meyer. Für sie hat hier eigentlich ihre Karriere als Läuferin begonnen und das war 4 Jahre her. Sie war hier die beste Österreicherin, ist dann auf den Geschmack gekommen und inzwischen die bekannteste Läuferin Österreichs mit ihrem österreichischen Rekord beim Marathon vor ungefähr einem Monat. Sie sehen, es wird spannend. Erfahren Sie dann gleich mehr auf dieser Pressekonferenz von Marie Lang, die Sie durch diese Pressekonferenz führen wird. Viel Spaß dabei. Guten Morgen auch von meiner Seite. Caro Pflanzl hat alle wichtigen Details zu diesem Wochenende jetzt schon für alle Zuschauerinnen und Zuschauer im Fernsehen gesagt. Ich heiße Sie und euch, die jetzt hier vor Ort sind im Wiener Prater zum Pressegespräch des 35. Essigs österreichischen Frauenlaufs ganz herzlich willkommen. Vor allem ganz herzlich willkommen heiße ich Sie und euch im Namen der VeranstalterInnen Ilse Dippmann und Andreas Schnabel. Herzlich willkommen an alle MedienvertreterInnen und an alle SponsorenvertreterInnen. Die Aufregung, die steigt natürlich. 35 Jahre Essex österreichischer Frauenlauf, das ist etwas ganz Besonderes. Wir wollen jetzt in diesem Pressegespräch ein bisschen schauen, wie war es in der Vergangenheit, aber vor allem, was wird uns dieses Wochenende erwarten? Welche Elite-Läuferinnen sind hier? Wird es vielleicht einen neuen Streckenrekord geben? Über all das werden wir in den nächsten 45 Minuten hier sprechen. Ich freue mich sehr und ich glaube, Aufregung ist das richtige Stichwort, auch wenn ich an die Organisatorin denke. Ich heiße ganz herzlich willkommen, Ilse Dippmann. Einen wunderschönen Vormittag. Ich heiße Sie auch, euch herzlich willkommen. Ja, hier unser Auftakt, Pressegespräch zu unserem Jubiläumswochenende. Alles ist vorbereitet, einiges, wie man hört, auch im Hintergrund, muss noch geschehen, aber wir befinden uns im Jubiläum. Und ihr habt euch für dieses Jubiläum auch ein spezielles Motto ausgedacht, Kind of Magic. Und dieses Magische, ich bin ja auch schon sehr lange beim Frauenlauf hier mit dabei im Team, und dieses Magische ist jedes Jahr immer wieder spürbar. Aber ich glaube, es ist nicht nur die Stimmung, die in diesem Jahr sehr magisch sein wird, sondern vieles andere auch noch. Magst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Ja, was ist magisch? Ja, wir blicken, es ist ja für mich auch unglaublich, wir blicken auf 35 Jahre Geschichte zurück, eine Geschichte wortwörtlich, die bewegt. Wir bewegen wahnsinnig viel Frauen und Mädchen seit 35 Jahren und darum ist ja unser Motto seit einigen Jahren wie Run to Move. Wenn man sich bewegt, dann bewegt man auch etwas in seinem Körper, in seinem Geist, in seiner Körperhaltung, aber auch in der Gesellschaft. Und in diesem Jahr haben wir uns eben, wie du gesagt hast, etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Wir haben nachgedacht und haben empfunden, was zeichnet den Essigs österreichischen Frauenlauf aus. Und das sind 3 Säulen. Und das erste ist ganz einfach, dass es ja die Entwicklung von den 440 Pionierinnen zu bis zu 35.000 Frauen und Mädchen, und das ist für uns unglaublich, das ist magisch und es war wirklich jahrzehntelange Detailarbeit. Was auch uns, für uns auch magisch ist, ist einfach, dass es uns gelungen ist oder mir gelungen ist, meine Vision, Frauen und Mädchen für den Laufsport zu begeistern, immer wieder weiterzutragen, immer wieder diese Flamme in mir zu haben, das ist ganz einfach magisch. Und ja, wenn Hunderttausende Frauen und Mädchen in den vergangenen Jahren diese Leidenschaft, in den vergangenen Jahrzehnten diese Leidenschaft weitergetragen haben, dann ist es einfach magisch, kind of magic. Und ja, diese Leidenschaft, wenn man so auch raussieht, diese Leidenschaft ist generationsübergreifend, wenn Großmütter, Mütter und Töchter miteinander beim Essigs österreichischen Frauenlauf teilnehmen und dieses
Erlebnis, dieses Miteinander spüren, dann ist das auch für uns einfach eine Magie. Und dieses Magische hat mehrere Komponenten. Du hast einige schon erwähnt. Wir werden auch über diese magische Veränderung, die der Laufsport ja Frauen und Mädchen bietet, auch ein bisschen näher sprechen, auch aus medizinischer Sicht. Darauf freue ich mich dann schon gleich, mit Robert Fritz darüber sprechen zu können. Vielleicht noch ein paar Worte zu dieser Stimmung, die hier im Prater jedes Jahr aufs Neue zu spüren ist. Was macht vielleicht für dich persönlich auch so dieses Magische an der Stimmung aus? Ja, dieses Magische ist nach wie vor für mich am Start zu stehen, aber auch magisch, was ich vielleicht jetzt noch hier schon erwähnen möchte, ist ganz einfach diese Veränderungskraft des Laufens. Ich persönlich finde, dass ich laufe seit 36 Jahren und Laufen hat mich mutig und stark gemacht und das möchte ich auch ja weiterhin vielen Frauen und Mädchen vermitteln. Und Catherine Switzer hat schon 2006 gesagt, it's more about running, it's more about fitness, it's about changing women's lives. Und ich glaube, das ist so magisch, man spürt es. Und da komme ich zurück auf das, was du gesagt hast, diese Magie und diese Magie im Wiener Prater, dass wir am 4. Juni, am Sonntag so richtig spüren werden, diese Magie am Start zu stehen, diese Emotion, diese Kraft, diese für die Frauen, dieses Empowerment, das ist einfach magisch. Vielen Dank fürs Erste, Ilse. Wir werden später noch ein bisschen sprechen. Dankeschön. Ja, danke. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wir wollen ein bisschen darüber reden, welche Veränderungskraft birgt denn das Laufen für den Menschen an sich, aber vielleicht besonders auch für Frauen und Mädchen. Und dafür bitte ich jetzt Dr. Robert Fritz zu mir. Er ist Sportmediziner, Ernährungsmediziner und Präventivmediziner. Herzlich willkommen. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Wir haben mit der Ilse schon ganz kurz angesprochen, dass Laufen eben auch so eine Veränderungskraft in sich birgt. Vielleicht ein paar Worte dazu aus medizinischer Sicht. Was hat es denn damit auf sich? Wir müssen ja gar nicht viel Bewegung machen, um ein bisschen gesünder zu sein. Es sind 150 Minuten Ausdauerbewegung pro Woche. Da würde ich anbieten, zweimal so einen Lauf zu machen, einen kürzeren vielleicht, vielleicht auch einen schnelleren einmal dabei zu haben und eine ganz, ganz lockere, gemütliche, längere Trainingseinheit. Dieses Training bewirkt in unserem Körper extrem viel. Im Herz-Kreislauf-System, ja, das wird stärker, dieser Muskel, dieser Herzmuskel wird trainiert, der Stoffwechsel ändert sich komplett. Wir wissen, dass wir mit Bewegung das Risiko für Diabetes deutlich reduzieren können. Wir wissen, dass es eigentlich in der Prävention das beste Medikament ist, was wir haben. Wir sollten es vielleicht ein bisschen einsetzen und es macht Spaß auch noch dazu. Und es ist so einfach, weil man braucht nicht viel dazu, außer ein paar gute Laufschuhe und ein bisschen Zeit. Du hast die Prävention schon angesprochen, vielleicht auch noch ein bisschen auf die Therapie gesehen. Du hast Diabetes schon erwähnt, wo man vorbeugen kann durchs Laufen. Bei welchen Erkrankungen kann denn Bewegung an sich und speziell das Laufen noch präventiv wirken? Bei eigentlich allen Lifestyle-Erkrankungen, das sind sehr, sehr viele, die wir mittlerweile in unserer Bevölkerung haben, sagen wir es ehrlich, es geht uns zu gut. Ja, wir bewegen uns zu wenig und essen auf der anderen Seite vielleicht manchmal ein bisschen zu viel. Der Diabetes, der Bluthochdruck, also der arterielle Hypertonus, hohe Cholesterinwerte, hohe Blutfettwerte, das sind alles Dinge, auch Übergewicht, wo ich mit Bewegung sehr viel machen kann. Aber es gibt eine neue Krankheit und die heißt Stress. Und dafür haben wir noch kein Medikament erfunden. Und jeder, der regelmäßig läuft und jede, die regelmäßig läuft, kennt das, was das mit dem Kopf macht. Und da gibt es eine gute Aussage eines Neurowissenschaftlers aus der Sporthochschule Köln, der gesagt hat, das ist wie einen Computer neu zu starten. Wie man einen Computer runterfährt und neu startet, es ist da oben wieder alles sortiert. Ich bin wieder genau fokussiert auf das, was mir wichtig ist. Und eigentlich sehe ich wieder, wie gut es mir geht, wenn ich rausgehe und die Sonne scheint. Du hast vorhin gesagt, ich glaube 150 Minuten, das hilft schon mal sehr, sehr viel. Sind diese 150 Minuten notwendig, um in diese Veränderungskraft kommen zu können, um sie am eigenen Leib erspüren zu können? Und wie viel Bewegung ist überhaupt gesund? Also im Prinzip ist jede Minute wertvoll. Ja, wenn ich nur 5 Minuten jeden Tag mache, bringt das schon etwas. Aber wir haben doch viele wissenschaftliche Daten, die Ergebnisse, dass 150 Minuten in etwa 70% des Gesundheitspotenzials nutzen können. Das ist dieses Pareto-Prinzip. Wenig machen, viel erreichen. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Das sind 2,5 Stunden. Das wäre vielleicht 5-mal die Woche eine halbe Stunde zu machen. Das ist wirklich nicht viel Aufwand. Aber ja, ich muss mich aufraffen. Die Regelmäßigkeit ist das Wichtige. Und wenn ich eine Regelmäßigkeit habe, dann kriegt mein Körper auch einen neuen Zugang zu diesem Thema. Wir sind halt Gewohnheitsmenschen. Und wenn wir uns halt nicht bewegen, ist das genauso eine Gewohnheit, wie wenn wir uns regelmäßig bewegen. Und wenn die Ilse und der Andreas mit dem österreichischen Frauenlauf mit einem Fit in 12-Wochen-Programm starten, geben sie diese Regelmäßigkeit vor. Man trifft sich mit Freundinnen, mit Bekannten, mit neuen Menschen, die ich nicht kannte, mach gemeinsam Bewegung, genieße das, hab Spaß und tu wahnsinnig viel für meine Gesundheit. Das ist großartig.
Und eben beim Laufen, man muss es nicht alleine machen und dieses Gemeinsame, das weiß man ja auch mittlerweile aus Untersuchungen, ist etwas, das auch sehr bestärkend wirkt und auch gut für die Gesundheit ist. Menschen, die mehr Freunde haben als andere, die sind, habe ich mir sagen lassen, auch gesünder. Ja, man hat irgendwann herausgefunden, glückliche Menschen leben am längsten. Ja? Und die sind auch die gesündesten. Das heißt, ich habe nichts davon, wenn ich mich von allen kasteie und glaube, dass ich dann gesund bin, sondern ich muss mich natürlich bewegen, ich soll auf der anderen Seite auf die Ernährung achten, aber gemeinsam Bewegung zu machen, gemeinsam Spaß an der Bewegung zu haben, ist etwas so Großartiges. Ich würde es gerne als Rezept verschreiben. Vielleicht funktioniert das irgendwann einmal. Für dieses Wochenende ist es auf jeden Fall verschrieben für ganz, ganz viele tausende Frauen und Mädchen. Vielen Dank, Robert Fritz. Sehr gerne, danke. Wir hatten jetzt schon ein paar Zahlen, Daten und Fakten, was so die eigene Gesundheit und den Körper betrifft. Ein Mann, der sich mit Zahlen, Daten und Fakten rund um 35 Jahre Essex österreichischer Frauenlauf auskennt, ist Andreas Schnabel. Einen schönen guten Morgen. Schönen Vormittag auch von meiner Seite und herzlich willkommen im grünen Wiener Prater. Wir sind hier auf einer riesigen Fläche, das macht ja auch den Frauenlauf so aus, dass es hier im Grünen, im Prater stattfindet. Ich glaube 20.000 Quadratmeter groß ist dieses Areal, wo wir uns hier am Wochenende befinden werden. Die alles entscheidende Frage, glaube ich, die ihr im Vorfeld auch immer, wo ihr ein bisschen zittert, wie viele Anmeldungen wird es geben? Und ich glaube in diesem Jahr, du darfst das jetzt lüften, gibt es wieder ziemlich viele und eine große Steigerung, oder? Ja, es gibt eine Steigerung, aber wir haben ja seit dem Voranmeldeschluss eigentlich kein Geheimnis daraus gemacht. Wir freuen uns darauf, heuer das 35. magische 35. Jubiläum gemeinsam mit 21.000 oder mehr als 21.400 Frauen und Mädchen zu feiern. Wir haben uns ein gewisses Ziel gesetzt nach den schwierigen 3 Jahren. Und wir haben dieses Ziel erreicht. Wir haben mehr als 30% mehr Teilnehmerinnen wie im Vorjahr. Und ich finde, da können wir stolz drauf sein. Was ich besonders hervorheben möchte, ist, dass uns das Gleiche auch gelungen ist. Also wir haben auch 30% mehr Schulen ansprechen können. Also das heißt, wir haben 2.355 Schülerinnen aus 91 Schulen bei uns am Sonntag am Start. Und das ist der Ilse und mir sehr wichtig schon von Anfang an gewesen, auch die jungen Mädchen zu fördern, Sport zu betreiben. Was wir aber nicht außer Acht lassen dürfen, wir haben morgen auch 2000 Mädchen und Buben beim Kinderlauf am Start. Es freut uns sehr, dass die 3- bis 10-Jährigen morgen die Prater Hauptallee wieder in einen Hexenkessel verwandeln werden und wirklich tolle Stimmung den Prater in eine tolle Stimmung versetzen werden. Da war die Nachfrage, glaube ich, auch sehr groß und ihr musstet die Anmeldung schließen frühzeitig, weil so viele mitmachen wollten. Ja, also die Anmeldung ist seit rund einer Woche zu. Wir hatten im Vorjahr 1.500 Kinder, nachdem wir 2021 überhaupt keinen Kinderlauf hatten und haben jetzt auf 2.000 gesteigert und freuen uns auf morgen und auf diese tolle Stimmung in der Prater Hauptallee. Also insgesamt werden wir an diesem Wochenende über 23.500 Menschen bewegen. Aber nochmal zurück zum Jubiläum. Wir haben seit 1988 insgesamt 472.659 Frauen und Mädchen beim österreichischen Frauenlauf begrüßen können. Und wir freuen uns schon darauf, dann nächstes Jahr die 500.000. Teilnehmerin bei uns im Prater zu begrüßen. Über 20.000 Frauen und Mädchen werden an diesem Wochenende hier im Prater sein. Wenn man sich diese Zahl, und das sind ja oft so riesige Zahlen, die man sich kaum in einem Bild vorstellen kann, aber wer schon mal hier war, weiß, es wuselt total und es ist einfach eine tolle Stimmung. Es sind viele Menschen hier, auch viele Begleitpersonen. Das heißt natürlich für euch eine logistische Herausforderung. Da gilt Sackerl zu verteilen, dann die Medaillen zu verteilen. Nimm uns ein bisschen mit, was diese Herausforderung für euch auch als Organisationsteam bedeutet. Ja, wir haben im Endeffekt sind wir eingespielt. Wir hatten ja 2017 beim letzten Jubiläum 35.000 Frauen und Mädchen am Start und sind damals wirklich wochenlang davor gesessen, wie schaffen wir das 35.000 Sackerl, 35.000 Stück, die da drinnen sind. Die Ilse hat gestern gewogen, das Sackerl hat über 3 Kilo.
das Startsackerl. Das heißt, wenn eine Teilnehmerin für drei weitere Teilnehmerinnen abholt, dann wird das schon eine ziemlich schwere Angelegenheit. Vielleicht nur ganz kurz, was ist da ungefähr drinnen? Also was wiegt so schwer? Viele Goodies unserer tollen Sponsoren und unserer Partner. Also es sind so viele Teile, ich möchte jetzt nicht beginnen, das aufzuzählen. Ihr habt ja dieses Jahr nicht nur 35-jähriges Jubiläum, sondern es gilt noch etwas anderes zu feiern und das ist fast ein bisschen so geheim, beziehungsweise geht fast ein bisschen unter, obwohl es auch so besonders ist. Der 10-Kilometer-Lauf feiert dieses Jahr auch ein Jubiläum, nämlich ich glaube das 20., wenn ich richtig informiert bin. Ja, es ist das 20., wir haben es selbst, sagen wir so, auch erst recherchiert, wir haben das nicht so verfolgt. 2003 hatten wir das erste Mal die Idee, einen 10-Kilometer-Bewerb ins Leben zu rufen. Wir haben seither 88.000 Teilnehmerinnen beim 10-Kilometer-Bewerb dabei gehabt. Er ist heuer erstmals, da muss ich sagen, da hätte man schon früher auf die Idee kommen können, erstmals Ems vermessen, aber jetzt ist er Ems vermessen, ist auch international anerkannt. Im Endeffekt hatten wir im Jahr 2015 die höchste Teilnehmerinnenzahl mit 7.200 Teilnehmerinnen beim 10-Kilometer-Bewerb und heuer werden wir 4.000 Teilnehmerinnen beim 10-Kilometer-Bewerb am Start haben. Was den Essex-Österreichischen Frauenlauf auch immer auszeichnet, zum einen, wir haben es schon gehört, geht es euch ganz stark darum, Hobbyläuferinnen zu motivieren, einfach mit dem Laufen anzufangen und in diese Veränderungskraft durch das Laufen zu kommen. Aber auf der anderen Seite ist der Lauf auch immer sehr gefragt bei Top-Athletinnen und jedes Jahr wieder geht es um Brechung des Streckenrekords, es geht darum, welche Top-Läuferinnen kann man hier begrüßen. Was ist euch in diesem Jahr gelungen? Wen konntet ihr gewinnen für den 35. Essex-Österreichischen Frauenlauf? Ja, wir sind stolz, verkünden zu können, dass wir dank unseres Namenssponsors Essex heuer das größte und das stärkste Elitefeld bei uns begrüßen können. Wir haben ehemalige Siegerinnen da, also wir haben drei ehemalige Siegerinnen bei uns. Allen voran Gladys Chepkirui aus Kenia, die ja 2021 den Streckenrekord in 14,50 bei uns aufgestellt hat, damals sehr knapp am Weltrekord vorbeigelaufen ist. Dann ganz besonders freut mich bereits zum 8. Mal in Wien Sabrina Mockenhaupt begrüßen zu können. Sie hat dreimal den Frauenlauf gewonnen. Ich weiß jetzt nicht, sie wird uns dann erzählen, ob sie läuft sehr viel, ob das noch aktiv ist oder ob das schon Hobbylauf ist, aber sie wird wahrscheinlich der einen oder anderen Elite-Athletin auch noch sehr viel Druck machen können. Und dann haben wir die dritte Siegerin, ist Caroline Makande Chitonga. Sie hat 2019 bei uns gewonnen. Und es freut mich, sie mit ihrer Zwillingsschwester Purity heuer bei uns am Start zu begrüßen. Sie kommt aus dem österreichisch-kenianischen Team Run Together. Ja, aber wir haben nicht nur ehemalige Siegerinnen bei uns, sondern auch weitere Top-Athletinnen bei uns am Start. Und da darf ich begrüßen Naomi Chepnego, aus dem Essex Jojo Team, einer der Herausforderinnen, glaube ich. Also, was man so gehört hat, und vielleicht kann sie am Sonntag auch den gemeinsam mit der Gladys auch den Streckenrekord angreifen. Sie wird da sicher Unterstützung kriegen von Nadia Bartocletti. Sie ist die stärkste italienische Läuferin und im Moment die zweitschnellste in Europa geborene Läuferin über 5 Kilometer. Dann herzlich willkommen Sarah Lahti. Sie ist die derzeit schnellste Schwedin über 5 Kilometer. Dann sie ist eigentlich auch schon Stammgast bei uns, Katharina Steinruck. Herzlich willkommen Katharina in Wien. Und dann natürlich die Hausherrin. Die Hausherrin, sie trainiert im Prater, sie wohnt nicht weit weg, Julia Meyer. Sie ist die schnellste Österreicherin.
teilt sich im Moment den 5 Kilometer Straßenrekord mit Jenny Wendt, aber die Rekorde über 10 Kilometer Halbmarathon und Marathon gehören ganz allein ihr, die österreichischen Rekorde. Und nochmals von meiner Seite Gratulation zu dem tollen Marathon-Debüt. Ja, und zusätzlich werden wir noch 10 internationale und 30 nationale Athletinnen bei uns begrüßen dürfen. Was uns wichtig ist, ist auch in dem Punkt der Nachwuchs, weil wir haben im Endeffekt geben wir jungen 15-jährigen Talenten die Möglichkeit, neben der europäischen und der Weltspitze bei uns an der Startlinie gleich daneben oder dahinter zu stehen. Und da auch sie zu motivieren. Vielen Dank für diesen Überblick, Andreas. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt viele der Top-Läuferinnen, die du genannt hast, hier auch begrüßen darf. Dankeschön. Da darf man ruhig applaudieren. Ich begrüße jetzt hier bei mir vorne Gladys Chepkurui aus Kenia, Naomi Chepngeno aus Kenia und Sarah Lahti aus Schweden. Please come to the front. Einen schönen guten Morgen. Wir werden das jetzt hier für alle zur Info auf Englisch machen und ich werde versuchen, das dann nachher so gut es geht zu übersetzen. I'd like to start with you, Gladys. We heard from Andreas that you're the current track record holder. How does it feel to be back in Vienna and start the race as one of the first in the line? For me, I'm very happy to be back then in Vienna with my colleagues. For my record, I can do my best. Yeah. Also Gladys ist sehr froh, wieder hier in Wien zu sein und sie konzentriert sich natürlich auf diesen Streckenrekord und sie wird ihr Bestes geben, um diesen halten zu können oder vielleicht sogar zu überbieten. Thank you very much. Naomi, welcome here in Vienna. What chances do you see to set a new track record on Sunday here in Vienna? Okay, thank you for... This time, I'm happy to be at this human race Essex. So, also I'm happy to see my colleagues. Also Naomi freut sich sehr, hier zu sein, auch mit allen Kolleginnen und einfach hier am Start zu stehen am Sonntag. Do you see any chances to beat the track record? I'm not sure I will beat the record, but we shall assist each other. Also sie ist sich nicht ganz sicher, ob sie den Streckenrekord überbieten wird können. Sie wird ihr Bestes geben und sie hat jetzt auch diesen gegenseitigen Support angesprochen, den die Läuferinnen untereinander haben. Und we definitely wish you all the best, each and every one of you. Sarah, it's your first time here at the Essex Austrian Women's Race in Vienna. What made you decide to come here and compete? Actually, I've seen this race for a year on social media, and it always looks so nice. And I said to my manager and my husband that I want to run here once. And I had some injuries over the years, so it wasn't coming out. So I'm very happy to be here now and do my best Sunday. Sarah sagt, sie hat vom Essex österreichischen Frauenlauf mehr oder weniger über Social Media erfahren und fand das alleine schon die Bilder so toll, dass sie sich gedacht hat, sie möchte unbedingt herkommen. Und ihr Ehemann ist auch ihr Manager und es hat in den vergangenen Jahren nicht wirklich geklappt, weil sie oft verletzt war und jetzt freut sie sich ganz besonders, hier zu sein. What's very interesting, you said you heard and read about it on social media. What kind of pictures got into your mind, so you said, I want to compete here? I mean, there was always good athletes running, so I think that was the first what I saw. But I saw all these amazing pictures with all the women, and I've run a women race in New York as well, and it's always such a great atmosphere with lots of happy women over there, so it motivates me to come here and run. Die Motivation für Sarah war vor allem, dass sie auf den Fotos die vielen Frauen gesehen hat und offenbar dieses Kind of Magic, das dieses Jahr ja auch im Vordergrund steht, da alleine über die Bilder schon rübergekommen ist und sie freut sich sehr, hier zu sein. Thank you very much and all the best for you. Thank you. Ich begrüße jetzt hier bei mir vorne Sabrina Mockenhaupt, Gregor und Katharina Steinruck. Herzlich willkommen.
einfach ein Mikrofon nehmen, dann hört man euch auch. Sabrina, wir haben es vorhin schon gehört vom Andreas, du warst schon wahnsinnig oft hier in Wien beim Essex österreichischen Frauenlauf und wir haben vorhin kurz geplaudert und da habe ich gesagt, du hast ja schon 3-mal gewonnen und du warst so, ah, okay, ich habe es gar nicht mehr gewusst. Jetzt bist du dieses Jahr mit Familie angereist. Ja. Was war für dich der ausschlaggebende Grund zu sagen, ach, dieses Jubiläum, das lasse ich mir nicht entgehen? Also ich habe mich erstens mal tierisch gefreut, da der Andreas mich angerufen hatte, kontaktiert hatte. Frauenlauf habe ich dann immer irgendwie, also ich bin ja mittlerweile eher so ein Retired Athlete, also ich mache nicht mehr so viel Training. So 50 Kilometer in der Woche laufe ich noch, wenn es klappt. Also es ist früher 150 bis 180, heute nur noch 100, also 50. Macht aber immer noch Spaß und das Schöne ist jetzt, dass ich zum ersten Mal den Traum meiner Mama verwirklichen konnte und meine Schwägerin mitnehmen konnte, meine Mama, dann meine kleine Tochter, die läuft morgen den Kinderlauf und hat alle, und meine Nichte, die läuft auch noch am Sonntag, dass wir irgendwie so ein schönes Frauenwochenende realisieren konnten und Wien einfach genießen, diesen Lauf. Es gibt für mich keinen schöneren Frauenlauf als den hier in Wien, auch wenn es in Deutschland schöne gibt, aber Wien ist immer wirklich, ja, wirklich kind of magic, ein Traum, hier mal am Start sein zu dürfen. Meine Freundin hat sich dann auch noch angemeldet und ich freue mich mega, ja, hinter den Mädels hierher rennen zu können. Also ich habe natürlich nicht mehr so den Leistungsgedanken, natürlich so für mich noch, wie fit kann ich noch mit 42 Jahren sein und freue mich einfach, dass ich dabei sein darf. Aber wenn ich dir so zuhöre, du wirst morgen am Sonntag auf jeden Fall alles geben, oder? Alles, was so in meiner Macht steht. Also natürlich kann ich mit den Mädels nicht mehr mithalten, aber mit 42 Jahren kann ich mich, bin ich auch noch froh, was ich dann auch so gerissen kriege und motiviere natürlich dann auch viele Frauen in meinem Alter, die dann schon lange nicht mehr so fit sind. Also ich finde, das ist auch schön, man kann auch noch mit 60 gut laufen. Oder meine Mama mit 70 oder nächstes Jahr wird sie 70. Die rennt auch noch so jeden Tag und die freut sich tierisch da am Sonntag auch zu laufen. Ne? Also die Veränderungskraft des Laufsports durch und durch zu spüren. Ja. Vielen Dank. Katharina, du warst vergangenes Jahr auch schon hier. Du bist Vierte geworden und das ist so dieser bittere vierte Platz. Wenn du, auch wir haben vorhin schon geplaudert und du hast gesagt, du machst jetzt jedes Jahr mit, solange bis du am Stockerl ganz oben stehst. Motiviert dich dieser vierte Platz vielleicht umso mehr, heuer so richtig Gas zu geben? Ja, genau. Also ich darf jetzt das vierte Mal dieses Jahr hier an den Start gehen. Mit 2020 der Unterbrechung durch Corona wäre es jetzt sogar schon das fünfte Mal gewesen. Und ich freue mich jedes Mal, hier wieder laufen zu dürfen. Ich habe diesen Termin, Wiener Frauenlauf, immer auf meiner Agenda, dass das Wochenende definitiv steht, um hierher zu kommen. Und ja, es war letztes Jahr sehr knapp gewesen. Ich habe mich eigentlich jetzt bei jedem Rennen immer so ein paar Plätze oder einen Platz nach vorne gearbeitet. Und ich werde am Sonntag natürlich alles geben, um vielleicht mal ja, aufs sogenannte Stockerl zu kommen. Und werde die Mädels ein bisschen ärgern, mal sehen, inwieweit ich sie ärgern kann. Super, wir drücken auf jeden Fall ganz fest die Daumen für jede Einzelne. Dankeschön. Danke. Danke euch beiden. Und ich bitte jetzt zu mir nach vorne Purity Kajuju Kitonga und ihre Schwester Caroline Makandi Kitonga. Welcome here in Vienna at the press conference. Purity, first of all, welcome. And maybe could you give us some insights? What is it like to compete against or together with your sister here in Vienna? Thank you so much for having me here. Yeah, it's a great feeling. It's very nice to run the same race with my twin sister. It's not every day we get to run to the same competition. It's so amazing, and I'm happy to be here and to be back again. I was here two years ago, and it's a really great, amazing feeling, and I'm very happy, and thank you for having me here. Also Purity sagt, dass es nicht gewöhnlich ist, dass sie mit ihrer Schwester im gleichen Wettbewerb läuft, dass es für sie was ganz Besonderes ist. Sie war schon vor 2 Jahren hier, auch da hat sie es sehr genossen und sie freut sich schon sehr auf den Lauf. Thank you very much. Welcome. Caroline, you won the Austrian women's race here in Vienna in 2019. Then you had a baby, were on maternal leave, and now you're back again. What goals have you set yourself for this year? First of all, say thank you for having me here. And my goals are to be stronger than I was before going to have the baby and to set more personal best
becoming, yes, yes. Mm-hmm. Also Caroline sagt, ihr Ziel ist es, noch stärker zu sein als vor der Zeit, als sie ihr Baby hatte. Und sie freut sich auch sehr, hier zu sein. Could we maybe, would there be a chance you will beat the track record or maybe you want to be first? Not when my sister is here. Okay, about running on Sunday, I'm not sure if I'll be running. I have a problem with my leg from my last weekend race. I have a tendon, so I'm not sure if I'll be running. But if not, I'll be here supporting my twin sister and wishing every ladies all the best and working for my team Run Together and hoping to see many ladies to our Run Together tent on the export here. Thank you very much, Caroline. Thank you so sie much. Sagt, sie ist sich nicht ganz sicher, ob's, was wird mit einem richtig guten Platz und ob sie überhaupt mitlaufen wird können, weil sie sich letztes Wochenende verletzt hat. Aber sie wird auf jeden Fall ihre Schwester ganz intensiv unterstützen und auch alle anderen Läuferinnen aus dem Run Together Team. Thank you very much, you two. Thank you so much. Ja, wie man sieht, also starke Konkurrenz hier bei den Elite-Läuferinnen beim Essex österreichischen Frauenlauf und wir haben heute schon von ihr gehört und ich freue mich sehr, dass sie hier ist, die Essex-Athletin und ehemalige Lehrerin Julia Meyer. Herzlich willkommen. Andreas hat es schon erwähnt, deinen riesigen Erfolg beim Vienna City Marathon. Herzliche Gratulation auch von meiner Seite. Du warst jetzt hier, bist jetzt eben Hausherrin, ist heute auch schon gefallen, das Wort. Du warst schon wahnsinnig oft hier. Hast du jetzt auch nach diesem Erfolg vor kurzem für diesen Lauf dir ein spezielles Ziel gesetzt? Bei der Pressekonferenz, der Startpressekonferenz war mein Ziel eigentlich, hier Bestzeit zu laufen, meinen Rekord zu unterbieten und aufs Podest zu laufen. Mittlerweile, nach einem Monat nach meinem Marathonstart, haben sich so meine Ziele ein bisschen verändert. Es war ein spezielles letztes Monat. Ich habe viel regenerativ und vor allem mental arbeiten müssen, um wieder den Blick nach vorne richten zu können. Mittlerweile sehe ich jetzt das Starterfeld und weiß, wer alle am Start steht. Es ist das stärkste Feld, das wir je hier hatten. Deswegen möchte ich persönlich mich hier hinten reinhängen und schauen, was möglich ist. Die letzten Jahre habe ich ungefähr eine Zeit im Kopf gehabt, wohin es laufen wird. Für dieses Mal bin ich absolut offen und kann überhaupt nicht sagen, in welche Richtung es geht. Aber das macht es so spannend und deswegen freue ich mich irrsinnig auf Sonntag. Und du hast bei der Auftaktpressekonferenz auch gesagt, dass der Essex österreichische Frauenlauf zu deinen Top-Favoritenläufen zählt. Vielleicht auch von deiner Seite, nachdem du so oft schon hier warst. Was macht denn für dich dieses Kind of Magic, dass das diesjährige Motto ist, auch aus? Es ist, denke ich, das Herzblut, was von der Ilse rüberkommt. Denn sie bringt da das Ganze rein, was halt der Frauenlauf verfolgt. Das Ziel, nämlich Mädchen, Frauen bestärkt, ihre Ziele und Träume zu verfolgen. Und dazu braucht man viel Mut, viel Ehrgeiz. Und der erste Schritt, wenn man hier mitmacht, finde ich, ist der Anstoß dazu, dass man, egal in welchen Lebensbereichen, sei es jetzt sportlich oder anderweitig, ja, seine Ziele und Träume verfolgt und dranbleibt. Und das war in meinem Fall so. 2019 habe ich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und das ist diese Magie, die ich hier jedes Mal spüre. Also natürlich habe ich sportliche Ziele, aber das Lustige ist, ich bin hier, wenn ich an der Startlinie stehe, nicht sportlich motiviert, sondern ich laufe einfach völlig von allein, weil diese Magie mit heuer mehr als 21.000 Läuferinnen gemeinsam zu laufen, ist sehr, sehr speziell. Allein dieses Gefühl tragt uns alle gemeinsam durchs Ziel. Und das macht es einfach aus. Wahrscheinlich weltweit der tollste und schönste Frauenlauf hier in Wien. Besser hätten wir es wahrscheinlich gar nicht beschreiben können. Vielen Dank, Julia, und alles Gute für Sonntag. Dankeschön. Und das, was Julia Meyer hier beschrieben hat, diese magischen Worte, ist vielleicht auch ein Grund, warum Essex zum fünften Mal als Titelsponsor mit dabei ist, weil man sich das nicht nehmen lassen will, so eine Veranstaltung zu unterstützen. Ich begrüße jetzt ganz herzlich bei mir Andreas Höller, er ist Essex Head of Sales. Schönen guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Andreas, nimm uns vielleicht auch ein bisschen mit. Zum fünften Mal ist Essex Titelsponsor. Ein bisschen was zu dieser Partnerschaft. Warum habt ihr euch dazu entschlossen, einfach hier zusammenzuarbeiten? Ja, das Motto vom heurigen Lauf passt eigentlich ganz gut zu der Partnerschaft. Es ist schon irgendwie kind of magic, was da passiert ist. Es hat vor 5 Jahren mit Liebe auf den ersten Blick begonnen und es waren aufgrund der Rahmenbedingungen auch nicht immer einfache 5 Jahre. Aber was man immer gespürt hat, ist dieser Zusammenhalt, diese Kraft, diese Loyalität. Und ja, es fühlt sich zum Teil kurz vor dem Event so an, als ob es da keine 2 Teams mehr gäbe, sondern das Essex-Team mit der Ilse und ihrem Team verschmilzt und wir da gemeinsam halt einfach das Ziel verfolgen, so viele Leute wie möglich zu inspirieren, zu laufen, sich zu bewegen und einen gesunden Körper und einen gesunden Geist zu leben. Und das passt natürlich wie die Faust aufs Auge zu unserem Firmenmotto, zu unserer Firmenphilosophie. Und diese Firmenphilosophie, die spürt man nicht nur in guter Laufkleidung und guten Laufschuhen, sondern auch in allem drumherum, was ihr sonst noch macht. Und ihr macht zum Beispiel auch eine Studie, die auch letztes Jahr schon hier durchgeführt worden ist. Und zum ersten Mal in Wien wird die jetzt vorgestellt. Move Every Mind Study, die knüpft an die Ergebnisse eben aus dem letzten Jahr an. Vielleicht ein paar Worte dazu. Was ist denn das Ziel dieser Studie und warum ist euch das so wichtig? Ich möchte ein bisschen ausholen und auf das zurückgreifen, was der Robert auch erwähnt hat. Diese Bewegung allgemein ist wahnsinnig wichtig. Die Zivilisation bewegt sich halt auch leider in eine Richtung, die nicht immer förderlich ist. Wir sehen es ähnlich aus der letztjährigen Studie. Es sind nicht die Stunden, die man mit Sport verbringt, die den Unterschied machen. Es sind kleine Dosen. Es sind 15 Minuten Bewegung jeden Tag und das ist so wichtig. Und was wir heuer auch noch vertiefen wollen, ist einfach die Tatsache, dass der Unterschied zwischen Damen und Herren in der Ausübung, in der Zeit des Sports einfach zu groß ist für uns. Und deswegen gibt es auch diese neue Studie, die sich genau damit beschäftigt, warum gibt es diesen Unterschied? Was sind die Motivationen? Was sind die Gründe? Und was können wir Kraft unserer Marke auch dazu beitragen, dass wir die Frauen unterstützen, sich noch mehr zu bewegen? Und ja, ich glaube, der Event des Frauenlaufs ist natürlich eine perfekte Plattform und malerisch für die Vorstellung dieser neuen Studie, die morgen das erste Mal präsentiert wird. Und weil eine Studie natürlich nur dann richtig sinnvoll ist, wenn sie möglichst viele Menschen erreicht. Und ich glaube, da seid ihr hier tatsächlich am richtigen Ort. Ja, und da würde ich auch gerne auch nochmal den Appell an alle richten, dass so viele Leute wie möglich auch mitmachen, so viele Frauen wie möglich auch mitmachen, dass wir das alles sehr gut verstehen, noch besser verstehen und dann auch unseren Beitrag dazu leisten können, dass die Bewegung des Frauenlaufs von Wien heraus auch noch weiter in die Welt rausgetragen wird und noch mehr Leute und Frauen sich mit uns gemeinsam bewegen. Damit es in Zukunft keinen Gender Exercise Gap, wie er sich nennt, mehr gibt und dass Frauen auch tatsächlich von dieser Veränderungskraft des Laufsports profitieren können. Vielen herzlichen Dank. Das würden wir uns wünschen. Vielen Dank. Dankeschön. Und wir sind fast schon am Ende dieses Pressegesprächs angekommen. Ich habe es schon erwähnt, ganz zu Beginn. Natürlich bitte ich jetzt nochmal Organisatorin Ilse Dippmann zu mir, die uns vielleicht nochmal einen kurzen Ausblick geben wird, was so die Highlights dieses Wochenendes sind, was vielleicht auch so abseits, wir haben jetzt gehört vom Elitebewerb, wir haben gehört von den unterschiedlichen Bewerben, die hier stattfinden. Aber was erwartet uns denn sonst noch alles an tollen Dingen? Ja, unseren Teilnehmerinnen erwartet, wie ich schon anfangs gesagt habe, ein magisches Wochenende. Wir haben Live-Bands am Samstag, Workouts, gesponsert von unseren Partnern Erste Bank und Kellogg's. Es gibt viele Acts auf der Bühne. Natürlich feiern wir unser Jubiläum mit unseren Teilnehmerinnen. Wir feiern selbstverständlich unsere 135 Trainerinnen, die jetzt in den letzten 12 Wochen intensivst die Frauen vorbereitet haben für 5 Kilometer oder 10 Kilometer. Wir ehren 2 Damen, und zwar die Monika Zorzi und die Ingrid Riedler, die am Sonntag zum 35. Mal an der Startlinie stehen werden. Das heißt, sie haben schon 1988 die Laufschuhe angezogen und all dieses Magische wird eingetaucht. Viele Sponsoren, also alle unsere Sponsoren haben Informationsstände, Präsentationsstände. Also man kann eintauchen eben in eine wirklich
wunderbare, magische Welt. Junge und ältere Läuferinnen stehen definitiv im Mittelpunkt, ganz egal ob Hobby- oder Profiathletin. Vielleicht eine Frage noch, die ich immer wieder gestellt bekomme, wenn ich so erzähle vom Essex-Österreichischen Frauenlauf. Können, dürfen, sollen Männer hier auch irgendwie dabei sein? Ja, selbstverständlich. Und zwar, wenn man schaut, diese riesengroßen Aufbauten, da geht es immer nur ein Miteinander. Und da muss ich ehrlich sagen, vielen, vielen Dank an Andreas und mein Team. Also das ist ein Wahnsinn, was die in den letzten Wochen, Monaten geleistet haben und vor allem jetzt in den letzten Tagen. Man muss sich vorstellen, alle Fäden müssen jetzt zusammenkommen, gebündelt werden. Und selbstverständlich auf deine Frage ist, wir lieben es und die Frauen lieben es, es an der Strecke angefeuert zu werden, und das finde ich den ganz, ganz tollen Support für uns Frauen und Mädchen. Vielen herzlichen Dank, Ilse, und alles, alles Gute für dieses Wochenende. Ja, danke. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Kommen, alle Sponsoren und MedienvertreterInnen, die heute da waren. Es steht wirklich nichts mehr im Wege, dass dieser 35. Essex österreichischer Frauenlauf ein Erfolg wird, nämlich das Wetter spielt auch mit. Das ist ja auch immer ein bisschen ein Erfolgsgarant. In diesem Fall wird es auf jeden Fall positiv werden. Und an dieser Stelle herzlichen Dank nochmal, und ich gebe zurück an Caro Pflanzl. Ja, danke, danke, liebe Mari. Es wird sicher ein tolles Jubiläumsrennen. Julia Mayer, die beste österreichische Läuferin zurzeit über 5 Kilometer, über 10 Kilometer, über einen Marathon, ist jetzt bei mir. Julia, nach dem Marathon haben Sie mir gesagt, dass es eine Challenge sein wird, wie Sie sich auf diesen 5-Kilometer-Lauf vorbereiten werden. Wie war denn jetzt diese Zeit zwischen Marathon und dem Frauenlauf? Es war eine sehr spezielle Zeit, es war ein spannendes Monat. Für mich das erste Mal, dass ich nach einem Wettkampf wirklich eine längere Regenerationszeit braucht habe. Nicht nur körperlich, sondern auch mental. Es war sehr viel zu verarbeiten, es war sehr viel Medientrubel und allgemein viel ist auf mich zukommen. Das war neu, und mittlerweile, ja, bin ich es ein bisschen gewohnt, aber ich habe mich da auch erst reinfinden müssen, und es hat dann einfach die Zeit ein bisschen verlängert, um zu realisieren, was ist passiert, wie kann ich das einordnen, und ja, und das musste aber passieren, weil sonst kann ich den Blick nicht nach vorne richten auf nächste Ziele. Es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Ich bin mental wahrscheinlich erst letzte Woche wieder in dem Zustand, dass ich sagen kann, wo ich hin möchte, und jetzt fit für Sonntag und hoffe, dass die Beine schnell genug sind, um da mit dem Profifeld vorne mitzulaufen zu können. Und natürlich ist der Gedanke, eine persönliche Bestzeit zu laufen, immer da. Wie sehr sich das am Sonntag realisieren lässt, weiß ich nicht. Aber was ich weiß, dass ich immer richtig gut performen kann beim österreichischen Frauenlauf. Es treibt einfach die Magie einen an, und ich hoffe, dass es am Sonntag dann auch so wird. Was war das Schwierigste in diesen 4 Wochen? Eher ein bisschen zurückzustecken, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, nach einem Marathon weiß man, dass man regenerieren muss. Wir haben das auf unsere Art und Weise getan, sage ich mal so. Ich habe in der ersten Woche zwar keine Laufkilometer gemacht, aber war fast an die 800 Kilometer mit dem Rad unterwegs. Ich hatte Urlaub und habe das so genossen. Natürlich muss man die Beine ruhig halten, aber für mich ist natürlich Sport gehört zum Leben dazu, und für mich ist das auch aktive Regeneration, auch für den Kopf, um Ruhe für mich zu finden. Am Rennrad war ich dann zum Glück alleine und hat mich niemand erreichen können, beziehungsweise ich habe es nicht wahrnehmen können, und ja, irrsinnig anspruchsvolle Zeit. Auch diese Herausforderung, von einer langen Distanz auf quasi eine Sprintdistanz umzusteigen, was ist da das Schwierige? Auf jeden Fall, meiner Meinung nach, eine andere Sportart, Marathon und alle anderen Straßenbewerbe. Auch währenddessen, 5 Kilometer sind mal schnell vorbei, du musst dich ja fokussieren und rennst mit, und sobald du irgendwie was mitbekommst, ist es aus. Beim Marathon ist es dann schon so, dass du währenddessen auch kämpfen musst und nachdenkst, ja, was passiert da eigentlich? Okay, du hast jetzt 30 Kilometer, aber es geht noch weit. Dementsprechend ist es für mich vielleicht auch ein Vorteil, dass am Sonntag nur 5 Kilometer sind, die allerdings sehr, sehr schnell sind, aber dann doch bald mal vorbei sind. Und ich habe da in Wien ein Heimspiel. Ich habe die Zuschauer auf meiner Seite, und seit Wien weiß ich, dass das Sekundenglück auch auf meiner Seite ist. Von dem her nehme ich das für Sonntag gerne mit.
Genau, Heimvorteil. Danke, Julia Meyer. Mal sehen, ob sich dieser österreichische Rekord ausgehen wird oder nicht. Auf jeden Fall haben Sie viel Spaß und genießen Sie diesen Lauf. Ich werde jetzt noch Ilse Dippmann zu mir bitten, die seit 1988 diesen Frauenlauf organisiert und die große Initiatorin ist. Wir haben gehört von Julia Meyer, eventuell kein neuer Rekord, aber rechnen Sie dann mit einem neuen Streckenrekord? Also für mich persönlich, es gibt immer zwei Teile. Einerseits natürlich wünscht man sich als Veranstalterin, also als Veranstalter, gemeinsam mit Andreas, Streckenrekord, das ist immer natürlich für die Medien schön, aber für mich persönlich zählt jede Einzelne, die ins Ziel kommt, diese Strahlen, dieses Leuchten in den Augen, also für mich zählt eigentlich diese Momente hervorragend. Sie haben das stärkste Elitefeld, was je beim Frauenlauf an den Start gegangen ist. Wie leicht oder wie schwierig war es, diese Läuferinnen hierher nach Wien zu locken? Also das könnte nur der Andreas beantworten, weil das ist nicht mein Part. Mein Part ist ganz einfach, Frauen und Mädchen zu begeistern. Und ich stehe ja hier jeden Mittwoch seit 26 Jahren auf der Hauptallee und versuche mit meinem Team, also mit meinen Trainerinnen, Frauen zu motivieren, mit dem Laufen zu beginnen. Und das ist mein Part. Also ich habe bis jetzt nur versucht, wirklich jede zu überzeugen, was es in einem selber Gutes tut, wenn man beginnt mit dem Laufen. Viele jetzt nach 12 Wochen sind selber schon jetzt begeistert, was in ihnen steckt. Sie haben das vorher gar nicht realisiert, was sie eigentlich leisten können. Und das ist für mich wirklich ganz, ganz toll. Wie viel Zeit bleibt Ihnen persönlich, laufen zu gehen in dieser stressigen Zeit und Vorbereitung auf den Frauenlauf? Vielleicht viele Zuseherinnen und Zuseher können sich das nicht vorstellen, wenn man 60, 70 Stunden wie jetzt in den letzten 2, 3 Wochen arbeitet, dass man dann trotzdem noch laufen geht. Aber für mich bedeutet Laufen einfach wieder Energie zu tanken. Und so wie vor 3 Tagen stehe ich eben um 5 Uhr in der Früh auf und gehe hier in den Prater laufen, weil dann kann ich für mich selber etwas tun. Und ich sage immer, der Wiener Prater ist für mich mein Wohnzimmer, wo ich ganz alleine bin und es genießen kann. Und da kann ich ganz einfach diese Energie tanken. Vielen Dank, Ilse Dippmann. Also man sieht, man hört, Laufen geht immer, auch wenn man 60, 70 Stunden arbeitet. Und die Message ist, haben wir auch von Sportmediziner Robert Fritz vorhin gehört, Computer runterfahren, laufen gehen, dann beginnt irgendwie ein neues Leben. Mehr vom Frauenlauf dann am Sonntag ab 17.35 Uhr in ORF 1. Da gibt es dann die Highlights. Heute noch viel interessanten Live-Sport auf ORF 1. Das erste freie Training Formel 1 in Barcelona um 13.20 Uhr. Dann gibt es live Judo World Tour aus Tadschikistan, 14 Uhr auf ORF Sport Plus. Und 17 Uhr noch die Basketball 3x3 Weltmeisterschaft in Wien. Das war's hier vom Wiener Prater. Viel Spaß noch. Schönen Tag.